Post-Trauma is a solo project, which I have been developing these past few months. What do you play is not a represent of the final quality. Okay. Also es hat ein einziger gemacht. Holy shit. Ist ein Solo-Projekt. Oh. Okay. Wie kann ich das benutzen mit E? Ich weiß gar nicht. Da oben steht eine 1 mit einem Dreieck. Ich kann hier irgendwas machen. Ich weiß aber nicht, welche Taste das ist. Hör, wie geil er sich bewegt. There is a was? Padlock hier. Try to open. Yes. Ah, okay. Mit Leertaste. Gut, das geht schon mal nicht. Das kann man, glaube ich, gut mit Controller spielen, ne? Habe ich einen Controller hier? Ja, warte mal. Ich probiere mal eben. Geht das? Ah doch, das geht. Okay. Mit A. Ja, okay. Das kann ich, glaube ich, besser mit Controller spielen. Okay, da oben Dreieck gleich A, ne? Muss uns merken. Aber voll cool, oder? Hat feste Kameras, übrigens. Maybe ask for help? Yes. Oh, ist eine Tür aufgegangen. Es ist nicht die da hinten. Gott, diese Geräusche. Gott. Warte mal, er guckt da hin. Was ist da? Another ad. It does not seem important. Okay. Eine weitere Werbung sieht nicht interessant aus. Ich hoffe, ich kann das einigermaßen übersetzen. So, hier geht's weiter. Ich weiß nicht, worauf wir uns einlassen, ne? Ich hoffe, das kommt als Vollversion. This is a newspaper. Die ist, ja, 13 Jahre alt. Großartig. Hospital, Black Manor, Quad Terminal, irgendwas mit Woods, Old Case Hold, Silverway, Cobalt Gardens. Lavender, Lighthouse. Ob da irgendwie eine Vollversion irgendwann mal hinkommt, überall. Ich find's krass halt, dass man so einen älteren spielt halt mal was ganz anderes, ne, so. I can pass through if I crouch. Sollen wir crouchen? Aber wie kann ich crouchen? Oh. No flashlights. Zigarette. Don't smoke. Okay, wir haben ein Inventar. Wie crouche ich denn? Ah, okay. Alles klar. Oh, da sind Symbole wieder. Was sind das für Geräusche? Ach, man kann sich auch so umgucken. Ach, krass. Sollen wir uns die Symbole mal aufschreiben? Ich weiß nicht, wie man kämpft, ne? Nur so zur Info. Dieser Filter bei der Kamera. Voll. Flashlight. Ja, aufnehmen, bitte. Wie kann ich die denn equippen? Into a nightmare. Can't be real. Ah, wie mache ich die Taschenlampe an? Oh Gott. Ah, guck mal. Oh, warte mal. Ich muss mir das aufschreiben. Oh, das ist ja cool. Das ist ja echt wie bei Silent Hill früher. Ich brauche mal Papier. Nee, einen Block. Gib mir den Block einfach. Genau. Warte mal. Also, lila. Lila 5. Nee, Quatsch. Lila 2. Entschuldigung. Lila 2. Und rot 5.
Aber symbolmäßig haben wir jetzt keine Info oder so, ne? Oh Gott, ist ja furchtbar. Haben wir sonst noch irgendwo was? Steht da hinten einer? Da steht einer. Ich bin jetzt bescheuert und gehe da hin. Hat der ein Glasauge? Yo, der hat ein Glasauge. Oder halt so ein... Ach krass. Was für Details. So, was stand denn hier drauf? Okay, hier war lila auch zwei, ne? Ah, guck mal, da sind die Kreuzungen. Die Symbole. Oh, warte mal. Das ist ja dann Viereck und X ist dann 5, oder? Viereck und X, ist das 5? Ja, weil es ja rot ist, die rote Linie. Blau wissen wir noch nicht, Dreieck, ne? Dreieck wissen wir, glaube ich, noch nicht. Und Kreis ist grün. Also ich mache jetzt mal Fragezeichen bei 5. Könnt ihr mal miträtseln? Gucken einfach mal. Da sind auf jeden Fall die Symbole. Die Symbole sind, warte mal, ich schreibe die Farben mal auf. Rot. Dreieck ist blau. Und Kreis ist grün, ne, oder? Okay, müssen wir gucken, dass wir noch irgendwie... Wahrscheinlich ist das für das Zahlenschloss. Okay, der ist weg. Was ist hier? Oh, okay. Don't recognize of these stations. Grün ist 4. Wenn ich das richtig sehe. Und blau ist 1. Das heißt, wir haben 5, 5, 1, 4. Ist das richtig? Könnte hinkommen, ne? Gott, dieses Geräusch. Ach, das kommt aus dem... Was ist für ein Balken da oben? Aber Dreieck ist 1. Ja, okay, das passt. Kommt das hin? 5514, aber das war noch mehr, oder? 551, okay, und eins fehlt aber eine Zahl. Ich probiere das mal mit 5514. Und 4. So, und jetzt die letzte Zahl. Muss es irgendwie bestätigen? Okay, das kommt schon mal nicht hin. Okay. Weird, but nothing interesting here, okay. Das ist so weird. Okay, lass mal gucken. Also, das Dreieck ist blau, klar. 4 ist natürlich grün, das war der Kreis. Wenn mich recht entsinne. Woanders gibt es hier nicht noch eine Karte oder so, ne? Ah, wir können auch rennen. Ach cool, wir haben Ausdauer. Lul. Newspaper. Hier ist die Karte mit den Dings. Also, da ist rot. Ah, warte mal, aber... Lila haben wir ja auch noch, ne? Ah, warte mal, wie könnte das denn sein? Gut, blau ist klar. Das Dreieck ist eine 1. Ah, wie viele Symbole hatten wir denn? Moment. Warte mal, wir hatten doch mehrere Symbole, ne? Halt, stopp. Wir hatten irgendwo alle Symbole. Das war hier, glaube ich. Da. Warte. Das ist Viereck. Das ist Dreieck. Na, ich... Wieso mache ich denn Dreieck so komisch? Dann Kreis. Dann X. Und dann noch... Gott, diese Geräusche. Gut, wir wissen, Dreieck ist 1. Also ist die letzte und die... Also die zweite und die letzte Zahl auf jeden Fall 1.
So. Das wäre... Rot war 5. Rot war 5. Also Viereck, oder? Ist das dann 5 oder ist es grün? Aber grün haben wir ja doch 4. Kreis ist aber... Oder ist das lila? Ich bin unschlüssig. Ist Kreis dann grün? Weil die kreuzen sich da ja. Ist Kreis grün oder ist es Viereck grün? Ich mache jetzt mal hier 4 und dann vielleicht tauschen die beiden. Einfach mal probieren. Und X ist rot oder lila. Lila war 2. 2 oder... Ja, oder 5. Also ich probiere das mal aus. Irgendwas wird ja schon... Irgendwas wird da passen. Oh, ich mag sowas. Sowas war früher voll cool. Ich hoffe, das kommt raus, das Game. Das macht jetzt schon richtig guten Eindruck. So. Ja, wir versuchen mal. Also, die erste Zahl ist 5. Die zweite ist eine 1. Dann 4. Dann 2. Und dann 1. Aber wie bestätigt das denn? Okay. Ist es dann doch vielleicht anders? Die 4 und die 5 tauschen? Auch nicht richtig. Dann vielleicht die tauschen mit der 5? Ich weiß halt nicht, wie man bestätigt. Bestätigt man irgendwie? Okay. Wird wahrscheinlich A sein, aber es geht irgendwie nicht. Okay, wir müssen mal gucken. Oh, warte mal, da ist aber das Dreieck... Ja doch, Dreieck blau, das kommt ja hin. Die 4 ist da grün. 5 Zahlen brauchen wir. Wir haben blau. Warte mal, wir haben auf jeden Fall blau. Blau ist 1. Wir haben lila mit 2. Wir haben rot mit 5. Die anderen Farben haben wir doch auch, oder? Obwohl, ist ja nur grün. Ne, grün fehlt. Was war denn grün? Hatten wir grün? Ah ja, grün war 4. Grün war 4. Was fehlt denn sonst noch? Blau, lila, rot, grün. Blau, lila, rot, grün. Oder müssen die zusammengerechnet werden, wenn die sich kreuzen? Aber es macht ja keinen Sinn, oder? 1, 2, 3, 4. Das sind 4. Nachdenken. So, das sind die Symbole. Also Viereck, Dreieck, Kreis, X. Ja, hier unten am Boden auch. Viereck, Dreieck, Kreis, X, Dreieck. Sonst gibt es doch hier keinen Hinweis, ne? Taschenlampe war wie? Nein. Also. Oh, hier ist noch... Oh, warte mal. Hier ist auch nochmal. 5 und 2. Das wissen wir ja. 5 und 2 ist lila. Okay. Aber... Okay, da ist auch die 2. Ich
Ich bin mir halt noch nicht sicher mit den Kreuzungen, was das bedeutet. Ob man da irgendwie was, ob man die zusammenrechnen muss? Oh Gott, das war früher auch immer so gut. Man musste so lange überlegen bei den Rätseln. Ja, fass mich nicht an. So, lass mal überlegen. Also, wir hatten... Viereck, Dreieck, Kreis X, 5, 1, 5, 1, 4, 2, 1. Aber das scheint ja nicht richtig zu sein. Ich muss mich nochmal ducken. So, gibt es hier nochmal irgendwo ein Kärtchen? So, das war hier die Werbung. Grün ist 4. Geh nochmal einen weiter. So. Aber heißt das dann, dass Rot wäre ja 5 und Grün ist 4? Das wäre ja 9. Was steht denn da mit dem... Ist das links ein Viereck mit gleich 7 oder ist das... Ah, 9, da steht sogar. Oh, lol, es wird zusammengerechnet. Oh, lol, dann ist Viereck 9. Okay, da muss es mit den Kreuzungen zusammengerechnet werden. Oh, lol. Kreis also auch. Kreis kreuzt sich quasi mit Grün und Lila. Sind 6. Dann ist Kreis 6. Dreieck bleibt ja 1. X hatten wir X. X kreuzt sich mit Rot und Lila. Sind 7. Oh, lol. Und Dreieck wieder auf 1. Oh, wie gut. Oh, Mann, ich liebe das. Jetzt haben wir's. Lol, da kommen ganz andere Zahlen raus. Wie wir es vorher hatten. Mega. Ich weiß noch früher bei Silent Hill auch immer die ganze Zeit immer so einen Zettel dabei gehabt und so aufgeschrieben. So Sachen. Oh, das war immer großartig. So, ja, möchte ich probieren. Also, jetzt haben wir ganz andere Zahlen. Wir haben 9. Mal gucken, ob das stimmt. 9, 1, 4. Nee, Quatsch. 9, 1, 6. 7. Und 1. Ja! Da steht jetzt sogar 9. Lul. Wer lief da? Da lief jemand. Ich würde einfach mal geradeaus weitergehen. Einfach nur, um zu gucken, wo es da hingeht. Ist das eine gute Idee? Da gehe ich nicht hin. Da gehe ich nicht hin, auf keinen Fall. Das sah ein bisschen aus wie bei Stranger Things. Oh Gott. Oh, ist das ein Speichersymbol? So wie bei Ding. It looks like a wooden arm. It's holding a key. Should I take it? Da guckt ein Arm aus der Wand. Ein Holzarm. Und er hat einen Schlüssel in der Hand. Sollen wir ihn nehmen? Natürlich. This machine use a currency. Was? I have a... Okay, wir haben es niemals gesehen, okay? Vorher. Da habe ich jetzt erst gedacht, so ein bisschen bei Silent Hill zum Beispiel war es so, da war immer so ein rotes Symbol an der Wand, da konnte man speichern. It's locked from the other side.
dass dieser Spruch aber auch in fast jedem Spiel kommt, ne? In jedem Horrorgame. Ich muss sagen, es gefällt mir richtig gut. Better not touch electrical components, if I don't need to. Ja, okay, verständlich.